Während Martin Schulz seine Zukunft bereits hinter sich hat, hat Luisa Neubauer ihre Vergangenheit noch vor sich. Wenn sie mit ihrem Geographiestudium fertig ist, wird sie ihr Hobby zum Beruf machen und entweder bei den Grünen oder bei Greenpeace einsteigen. Schon jetzt redet sie, als könnte sie es gar nicht abwarten, in den Kreis der Entscheidungsträger aufgenommen zu werden. Wir müssten anfangen, einen reellen Preis für die Klimazerstörung zu zahlen, die wir gerade praktisch jeden Tag voranbringen, sagt sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Ob das der Verbraucher oder die Verbraucherin am Ende zahlt, ob das der Staat tut oder die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler, ist eine Gestaltungsfrage. So, eine Gestaltungsfrage. Das hört sich gut an. Leider hat Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays for Future-Bewegung, keine Ahnung, wovon sie redet. Sie ist, wie viele ihrer Alterskohorte, ein Produkt der deutschen Bildungskatastrophe. Niemand hat es für nötig gehalten, ihr zu erklären, wie der Geldkreislauf funktioniert oder woher der Staat das Geld nimmt, das er ausgibt. Wozu auch? Der Strom fließt aus der Steckdose und das Geld aus dem Bankautomaten. So wie Jürgen Trittin einst erklärt hat, die Energiewende werde jeden Haushalt monatlich etwa so viel kosten wie eine Kugel Eis, behauptet Luisa Neubauer heute, es sei eine Gestaltungsfrage, ob der Staat, der Steuerzahler oder der Verbraucher den Preis für die Klimazerstörung bezahlen wird. Wer, wenn nicht ich, ist mein neues Buch. Sie bekommen es in jeder guten Buchhandlung und bei Achgut vom 8. November an. Ich bin ganz hingerissen und lese es gerade zum zweiten Mal.